Hallo, nachdem unsere letzten paar Folgen alle ein bisschen mehr Meta waren und vielleicht auch ein bisschen anstrengend mit so viel Konfiguration und so viel Einstellungen und so viel Presets, gibt es jetzt zwei Folgen, die deutlich mehr Fun-Faktor haben. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ganz relevante Themen ansprechen. Heute soll es gehen um Latenz und wie wir sie eigentlich messen können innerhalb unserer Audiostrecke. Wir erinnern uns nochmal, was ist Latenz eigentlich? Latenz bedeutet, ich spreche hier in dieses Mikrofon und gleichzeitig höre ich den Klang auf meinen Kopfhörern. Gleichzeitig ist dabei aber relativ, weil je nachdem, wie mein Audio-Hardware-Stack aufgebaut ist, dauert das etwas länger oder etwas kürzer, bis das Audio wirklich durch die ganzen Kabel, durch den Computer, durch das Mischpult, durch das Soundinterface durchgekommen ist auf die Ohren. Das Ganze ist deshalb ein Problem, weil ich gleichzeitig auch eine In-Ohr-Stimme habe oder eine In-Kopf-Stimme. Das heißt also, wenn ihr euch mal eure Ohren komplett zuhaltet, sodass also nichts von außen rankommt und anfängt zu sprechen, hört ihr euch trotzdem nach wie vor sprechen. Genau dasselbe hat man, wenn man Headphones aufsetzt. Man hört zwar seine Stimme nicht mehr als Reflexion vom Raum um euch herum, aber ihr hört die In-Ohr-Stimme. Wenn jetzt die Latenz des Audiosignales auf euren Kopfhörern zu groß ist, sprich die Zeit versetzt nach hinten etwas ist, der Ton kommt zu spät, mischt sich das sehr ungünstig mit eurer In-Kopf-Stimme. Und dann entsteht am Anfang ein sogenannter Chorus-Effekt, das heißt also zwei sich überlagernde Tonspuren, die sehr ähnlich klingen, und wenn es noch weiter auseinander driftet, hat man irgendwann so einen Kaugummi-Effekt und spricht immer langsamer. Ich hatte das alles in der Folge zum Routing Foo schon mal besprochen und was wir innerhalb von Reaper dagegen tun können. Das heißt, wir können festhalten, wir wollen auf gar keinen Fall Latenz haben als Podcaster in unseren Headsets. Auf der anderen Seite wollen wir aber vielleicht auch nicht ein komplett cleanes Signal haben, sondern eins, was schon mit einem Expander oder einem Kompressor aufbearbeitet ist. Und da, zwischen diesen beiden Wünschen, gilt es, einen Kompromiss zu finden. Und um diesen Kompromiss überhaupt einschätzen zu können, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, wäre es perfekt, wenn wir unsere Latenz nicht nur spüren, wahrnehmen, einschätzen könnten, sondern wirklich messen. Es gibt da also eine unproblematische Zone, die ungefähr von 0 Millisekunden Latenz bis 5 Millisekunden Latenz geht. Dann eine kritische Zone zwischen 5 Millisekunden und 10 Millisekunden. Wie allergisch man darauf reagiert, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und es gibt eine völlige Out-of-Discussion-Zone jenseits von 10 Millisekunden. Das heißt also, jenseits von 10 Millisekunden kann man nicht mehr podcasten, sondern hat also ein ernsthaftes Problem, weil man mit seiner eigenen Sprache gar nicht mehr klarkommt. So, wir wollen das also messen, welches Setup eigentlich wie schnell ist und welche Effekte, welche zusätzliche Latenz reinbringen. Und um das messen zu können, habe ich mich mal ein bisschen auf die Suche gemacht und ich habe etwas gefunden. Und zwar eine Software, die da wo heißt Acoustic Ruler Pro von Florian Student. Der Name ist übrigens kein Scherz, sondern er ist wirklich so. Florian hat was gebaut, und zwar eigentlich gar nicht für die Podcaster, sondern er wollte ein Entfernungsmessgerät bauen, was auf akustischer Basis funktioniert. Das heißt, eigentlich ist diese Software so gedacht, dass ich zwei iOS-Geräte irgendwo im Raum positioniere. Das eine gibt eine Tonsequenz von sich, eine Schallsequenz. Das zweite iPhone nimmt auf und durch die Latenz der synchronisierten Geräte ergibt sich die Entfernung. Er hat einen zweiten Modus eingebaut, der für uns dann interessant wird, nämlich den Eingerätemodus, der so aussieht, dass man ein handelsübliches iPhone nimmt und dort ein ebenfalls mitgeliefertes, handelsübliches iPhone-Headset dran baut, was ja bekanntlich auch ein Mikrofon enthält. Und der Gedanke dann dabei ist also, dass man über die Entfernung zwischen einem Impulsgeber hier und dem Mikrofon da zumindest diesen kleinen Bereich hier von der Entfernung messen kann. Ja, probieren wir das einfach mal aus. Ich stelle jetzt mal das Gerät ein. So, ich halte das jetzt mal hier vor. Wir machen das gleich ein bisschen professioneller. Ja, jetzt sehen wir also, jetzt ist der Abstand ungefähr 8 cm.
Ich gehe weg, es geht zu 15 hoch. So, das war also der Gedanke, den er hatte. Ich baue das jetzt mal an eine vernünftige Kamera dran. So, und der Gag an der ganzen Geschichte ist, dass man natürlich, ist ja alles Physik, die Entfernung, die er jetzt hier angibt, basiert letztendlich auch einfach nur auf der Verzögerung zwischen dem eigentlichen Impuls und der Aufnahme des Impulses. Und wir können völlig problemlos Entfernung in Zeit, sprich Millisekunden, umrechnen. Und ich habe den Florian mal angeschrieben, weil ich immer gerne Entwicklern schreibe, und der war extremst responsive und hat mir also innerhalb von sage und schreibe einem Tag eine Release gebaut, die so funktioniert, dass wenn ich ja einmal doppelklicke, die Latenz angezeigt wird. Tada! Also genau der Wert, den wir eigentlich haben wollen. Und jetzt machen wir Folgendes, das ist jetzt der letzte Schritt. Wir nehmen unser zweites Headset, was ich hier habe. Ihr könnt natürlich dann auch euer normales nehmen. Jetzt montieren wir den Impulsgeber oben an den Empfänger dran. Ich mache das mal mittels dieses einfachen Klettbandes hier. Und packen das Mikrofon in die Kopfhörer-Hörmischeln rein. Also so. Und schwupps, drehen das mal ein bisschen weg, habe ich die Latenz. Nämlich 4 Millisekunden. Was exakt das ist, was Presonus angibt, dass mein Mischpult sie hätte. Das ist generell ein Artikel hier, den ich empfehlen würde, auch wenn es natürlich im Kern Propaganda ist. Es stellt ganz gut dar, welche verschiedenen Latenzfaktoren eigentlich innerhalb einer Computerkette unterwegs sind. Und am Ende kommen sie also dazu, dass man also mit ihrem Mischpult hier, dem Prosonus 1818 VSL, minimal auf 4 Millisekunden runterkommt. Und das sind exakt die, die wir jetzt gerade hier messen. So. Da wir jetzt unsere Testklang- oder Latenzmessstrecke aufgebaut haben, können wir damit jetzt mal ein paar Experimente machen. Beispielsweise hat mein Presonus Audio Interface die Möglichkeit, verschiedene Performance Modes einzustellen. Ich bin jetzt im Moment auf Fastest, das ist also das, wo man diese 4 Millisekunden erreicht. Ich schalte das erstmal um auf Normal. Wir sehen, wir sind rauf auf 5 Millisekunden. Das Setup ist jetzt hier nicht optimal, weil es jetzt mehrere Signale durchs Mischpult durchgehen. Ja, aber ihr seht, dass hier also regelmäßig 5 Millisekunden ankommen. So. Dann gehen wir nochmal auf Safe hoch. Und schwupps, wir sind auf 10 Millisekunden. Ja, und jetzt, ihr hört das auch schon, beziehungsweise, nein, ihr hört es nicht, weil ihr keine Innenohrstimme habt. Ich persönlich bin jetzt schon an einer Stelle, wo ich nicht mehr vernünftig reden kann. Ja, also 10 Millisekunden mit Safe ist schon hart, wohin Fastest mit 4 Millisekunden schon sehr gut liegt. Das nächste, was wir probieren können, ist, wie verhält sich das Ganze, wenn ich es eigentlich nicht innerhalb dieses Mischpultes hier baue, sondern das Ganze jetzt nochmal durch Reaper durchschicke und dann von Reaper aus wieder zurück. Gucken wir uns das mal an. Dafür habe ich hier in der Routing-Matrix das Signal auch mal wieder auf den Digitalausgang gelegt. Und jetzt gehen wir hin und nehmen, gucken, wie wir das machen. So, jetzt haben wir wieder diesen Chorus-Effekt, das heißt, also ihr hört jetzt wirklich auch, dass meine Stimme sich doppelt, weil das Signal sowohl einmal durchs Mischpult reinkommt direkt, als auch einmal durch den Rechner und durch Reaper durch. Ich nehme mich jetzt hier mal raus. Jetzt hört ihr nur noch das, was einmal durch Reaper durchläuft. Ich hoffe, das klappt auch, dass ich jetzt den Mess-Sound hier rausnehmen kann.
Jetzt müssten wir. Ach so, genau. Ich habe in Reaper die zweite Aufnahmespur noch nicht aktiviert. So, da haben wir ihn wieder. Jetzt läuft auch unser Ticker-Sound durch Reaper durch und auch auf den 1er-Eingang. Und wir sind drauf auf 6 Millisekunden. Ja, wir hatten vorher 4, wo wir nur innerhalb des Gerätes waren. Jetzt sind wir auf 6 hoch. Das heißt also, dadurch, dass wir noch einmal durch Reaper durchgehen, kommen noch mal 2 Millisekunden hinzu und da sind wir jetzt schon durchaus in dem Grenzbereich. Als nächstes werde ich mal noch einen Effekt innerhalb von Reaper drauflegen. Nehme ich hier mal so eine Dynamikgeschichte. So, das ist natürlich tödlich, weil der jetzt gar nicht laut genug ist. Das heißt also, ich schicke den mal noch in den sicheren Bereich. Er läuft jetzt trotzdem durch. Und wir sehen, wir sind jetzt schon auf wuchtige 16 Millisekunden angestoben. Ich halte den Effekt mal aus. Ja, und er geht wieder auf 6 runter. Das heißt also, dieser Dynamikprozessor hier, der letztendlich genau dasselbe macht wie ein Expander, bringt mal eben schlappe Millisekunden, 10 Millisekunden aufs Trapez. Wohingegen ein Equalizer praktisch gar nicht irgendwie zu Buche schlägt. Ja, der ist also demgegenüber sehr harmlos. Ja, das heißt also, hiermit kann man jetzt schön messen, wie verschiedene Effekte sich auf die Latenzwege auswirken und wie schnell überhaupt mein Setup ist und wie weit ich das tunen kann. Ich könnte jetzt auch innerhalb von Reaper noch die Performance-Einstellungen ein bisschen tunen, aber ich glaube, das Grundprinzip ist klar geworden. Ich schalte mich mal wieder auf den normalen Audiokanal, sonst erweicht mich mein Hirn ja auch irgendwann. So, jetzt haben wir es wieder schön. Das heißt also, mit diesem Setup, was der Florian da gebaut hat, könnt ihr mit Equipment, was ihr vermutlich sowieso schon zu Hause liegen habt, binnen weniger Augenblicke wirklich verlässlich eure Latenz messen. Von daher, das Programm kostet schlanke 1,79 € und ist, würde ich mal sagen, ab heute offiziell Podcaster-Grundequipment, was man schlicht und ergreifend braucht, um ein bisschen Überblick zu behalten, was da so in der eigenen Audiostrecke eigentlich passiert. Man kann mit der Software sicherlich noch einige andere Dinge anstellen. Beispielsweise auch mal seine Stereoanlage durchmessen, wie lange da eigentlich so diese ganzen DSPs drin werkeln, ob das irgendwelche Latenzen produziert, ist sicherlich ganz spannend. Eine Sache, die man auch berücksichtigen sollte, ist natürlich, dass Latenz natürlich immer und überall auftritt. Also auch wenn ihr in einer Face-to-Face-Situation seid, habt ihr Latenz drin. Und zwar einiger Male, wenn ein Partner von euch entfernt 3 Meter sitzt, habt ihr es mit einem Latenzweg von 9 Millisekunden zu tun. Da ihr aber keine In-Kopf-Stimme habt von eurem Partner, in der Regel zumindest nicht, fällt euch das überhaupt nicht auf und das wird nicht als störend empfunden. Genauso bei einem Skype-Partner. Der hat teilweise ganz extreme Latenzen von irgendwie 40, 50 Millisekunden oder mehr. Fällt euch aber auch nicht auf, da ihr halt gar nicht wisst, wann hat er angefangen zu sprechen. Von daher, wirklich kritisch ist also nur die Latenz auf eurem eigenen System und das könnt ihr ab heute messen. Viel Spaß. Ich habe dem Florian noch gesagt, er soll mal irgendwo noch einen Flatter-Button einbauen auf seiner Seite. Er ist, glaube ich, sowieso ein ganz krieges Kerlchen. Er hat noch ein paar andere Apps am Start, auch im Akustikbereich was. Schaut da mal vorbei und wenn er dann einen Flatter-Button eingebaut hat, werft da mal ein bisschen Geld auf ihn ab. Ich glaube, das ist bringt die Szene mit diesem Tool und dieser Erweiterung, die er da für uns gebaut hat, wirklich vorwärts. Also, frohes Latenzmessen. Tschüss.